Tja, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. So, und wir müssen jetzt gucken, dass wir uns eine Uniform besorgen, damit wir hier nicht mehr so auffallen. Aber ich habe gesehen auf der Map, dass sich auf dem Weg ein Funkturm befindet. Und ich sag mal so, das kann ja vielleicht nicht schaden. Nice, schalten wir mal kurz durch hier. Was haben wir jetzt hier? Ah, coole Sache. Die auch, ja. Und dann auf der 4. Alles klar. Okay. Also, ich hoffe, dass wir einigermaßen sauber dahin kommen zu diesem Funkturm. Ohne jetzt gleich wieder hier irgendwo in allzu harte Feuergefechte zu geraten. Ich weiß natürlich nicht, wie die jetzt hier auf der Südinsel bewacht sind. Aber hier scheinen die Straßen doch etwas besser zu sein. Das kann aber auch eine Täuschung. Täuschung. So, Moment mal. Ich gehe auf Nummer sicher. Bleib vorsichtig. Schau mich hier mal ganz kurz um. Also, gegnertechnisch ist hier noch nichts zu sehen. Aber wie gesagt, ich möchte mich da lieber anschleichen. Da habe ich ja gerade einen Fisch gesehen. Der fehlt mir, glaube ich, auch noch in meiner Sammlung. So ein Barsch, aber auch das kann ich irgendwann später noch erledigen. Für mich zählt jetzt einzig und allein erstmal der Funkturm. Oh, da hinten ist ein geiler Wasserfall. Haha. Würde mich nicht wundern, wenn auch dort wieder irgendwelche Dinge versteckt sind. Auch das hatte ich ja schon. Hinter Wasserfällen, unter Wasserfällen. Da hinten ist ein Auto, aber ich sehe niemanden. Ich höre ein Auto. Ah, der fährt aber weg. Okay. Gehen wir hier erstmal rauf. Erklimmen wir den Turm. Oh, sag nicht, das ist wieder einer von den Einfachen. Na komm. Hops rauf da. Ist ja nicht das erste Mal. Ah, da. Ja, fast zu weit gesprungen. Aha. Ah! Tja, dumm gelaufen. Hätte ich einfach nur laufen brauchen, ich Idiot, aber egal. Im Eifer des Gefechts wieder ein bisschen zu schnell gehandelt. Aber es gibt Schlimmeres. Es gibt wahrlich Schlimmeres. Und rauf da. Hopp, los, zieh dich hoch. Mein Güte. Und rauf. Oh, da haben wir mal wieder einen von gemacht hier. Das ist ja wieder. Nein, nein! Oh. Ey, das kann doch nicht sein, oder? Der sah erst so einfach aus. Aber es ist immer so. Alles, was am Anfang einfach wirkt, wird dann irgendwann richtig schwer. Und alles, was am Anfang richtig schwer aussieht, wird irgendwann total einfach. Hopp. Das sollte mir jetzt irgendwie eine Lehre sein. Ja, Mann.
komme ich da heute nochmal auf. Ich springe hier auch gerade mit dem Wingsuit runter, oder was? Ich glaube, es hackt. Hopp. So, komm. Hopp. Rauf mit dir. So, und jetzt kommen wir wieder an diese tolle Stelle gleich. Ach, ich muss von der anderen. Kein Wunder. Ich muss von der Seite darauf. Ich habe zwar die Seile gesehen, aber irgendwie von der falschen Seite, Leute. Also gut. Balancieren wir hier über diesen Kleinträger. Zack. Man kann sich auch manchmal dusselig anstellen, muss ich ja schon sagen. Ja, und jetzt wie? Da hoch geht nicht, da hoch geht nicht. Ah, na also. Dann gewaltsam. Rauf mit dir. Ich glaube, ich sollte mir mal wieder ein paar Midi-Packs zusammen basteln. So. Gucken wir durch. Da haben wir eine Kiste. Die machen wir erstmal auf. Und das Ding wird geknackt. Und wieder haben wir einen Funkturm im Griff. Überall Seile gespannt. Interessant, interessant. Oh, da sehe ich schon wieder eine Aufgabe. Sehr schön. Funkturm aktiviert. Das war jetzt, glaube ich, mein 12. Jawohl. Und das Ding, wie ihr seht, ich bewege mich gar nicht, aber das schwankt hier nicht schlecht, ne? So. Wir müssen uns mal ganz kurz die Karte angucken. Lalalala. Aha, wir sind da. Da gibt es noch eine Aufgabe. Und wir müssen zu diesem aktuellen Ziel. Schildkrötenhügel. Ah ja. Da oben haben wir einen Außenposten. Den müssen wir dann natürlich auch irgendwann mal übernehmen, denke ich mal. Da ist eine Prüfung. Hier eine Übergabe. Okay. Da müssen wir hin. Also würde ich sagen, schnubbeln wir hier einfach mal runter. Schnauzehund. Ich werde mir erstmal ganz schnell ein paar Spritzen herstellen. Okay. Das hätten wir. Und eine davon wamsen wir uns gleich rein. Und 138 Meter bis zum Ziel. Das sollte im Bereich des Machbaren sein. Aufgemerkt. Nein, hier gibt es offensichtlich keine Gegner. Niemand darf mich sehen, bis ich mich umgezogen habe. Oh, schön. Ohahaha, ist ja geil. Geht's hier auch irgendwo noch normal runter? Flutsch. Und niemanden töten, bloß keinen Alarm auslöst. Aha. Also keine einfache Aufgabe. Da haben wir schon mal so einen Arsch. Was? Das kann doch nicht sein. Immerhin schön hier.
nächsten Soll kriege ich was noch auf. Tja, wie soll ich hergehen und sagen, niemanden töten? Was passiert denn, wenn ich den mit dem Takedown erledige? Voll krass, ey! Oh mein Gott. Ah. Ich sollte ihn vielleicht ablenken. Okay. Beim nächsten Mal sind wir schalauer. Na los. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Ja, ja. Ich muss den irgendwie ablenken, den Idioten. Ich kann nicht in das Loch springen, zu riskant. Oh mein Gott. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Schön. Kann ich da runterspringen? Ich glaube kaum. Ab jetzt höre ich genau hin. Hallo? Alter Falter. Muss ich hin? Was ist das? Los, komm, du Eimer. Fuck. Oh, fuck. Jetzt ein kühles. Ich halte besser die Ohren gespitzt. Hey! Was zum Geier? Ah, verdammt. Warum hat er auch nicht auf mich reagiert? Es ist nicht leicht, Leute. Okay. Mann, ich bin wirklich angespannt, muss ich sagen. Boah, jetzt reagier doch da drauf, du Arsch. Was ist das? Oh mein Gott.
mal ganz kurz hier checken, ob hier irgendwas ist, was ich übersehe. Aber ich muss ehrlich sagen, Leute, ich bin doch ziemlich angespannt. Da. Oh Gott, ich darf nicht mal ins Wasser eintauchen. Verfluchte Kacke. Mann, Mann, Mann. Wie kann ich die ablenken? Gehört. Och, leck mich doch. Checkt ihr das nicht? Der checkt's nicht. Mistviecher. Puh. Erinnert mich an meine besten Zeiten von Splinter Cell, muss ich sagen. Okay, kommt Jungs. Wo geht ihr hin? Ich sollte einen besseren Weg finden. Finde einen alternativen Weg. Tja, Leute. Leichter gesagt als getan. Wo muss ich hin? Oh, fuck. Was macht dich da so sicher? Pass auf, Anfänger, du wirst doch unterpassen. Habe ich hier irgendwie eine Chance? Ich glaube aber kaum. Nein, da ist alles zu, da kann ich nicht ins Wasser. Ja, Leute, das ist jetzt hier wieder so die Gewissensfrage. Ich werfe den mal ein Steinchen dahin. Jetzt ein kühles Bier. Puh. Oh, 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 oh. Scheiß Viecher. Was ist denn das immer? Ich kann dich hören. Mann! Mann, ich bin viel mehr wert, als ich verdiene. Doch nicht nichts. Los! Ey, du Arsch, beweg dich mal! Mann, oh Mann! Ah! War ich wieder einen Schritt zu schnell, verdammt! Leute, das ist echt schwierig. Okay. Mal gucken, hoffentlich müssen wir nicht wieder alles von vorne machen. Ohohohoho. Das ist natürlich cool.
ab ins Wasser. Mal eine Runde tauchen gehen. Und gucken, wo wir hier ran können. Wahrscheinlich von hinten wieder. Oh. Ich hab sie. Ich hab sie, die Uniform. Die Ärmel verdecken die Tattoos. Immerhin schön hier. Sam, ich bin soweit. Hier steht, der Typ heißt Foster. Also, wie soll ich mich verhalten? Wie Foster. Denk dran. Sei leichtgläubig. Du musst die eigene Lüge glauben, damit es klappt. Okay, okay. Tja, Söldneruniform. Mhm. Okay, ich provoziere sie nicht. Also, Leute. Und los, heute kommt zur Inspektion seiner neuen Männer. Stellt euch alle auf zur Abnahme. Aufs Scan vorbereiten. Sauber. Hi. Nächster, na los, bewegt euch. Alles klar. Na los, geht durch. Na ja, immerhin ein Job. Sauber. Okay, nächster. Alles gut, Foster. Psst. Brauchst du irgendwie Kohle? Ach ja, warum bin ich sonst hier? Ich schwöre. Der Boss von hier namens Vaas ist umgebracht worden. Sein Reich liegt offen da. Seine Jungs machen ein Schweinegeld. Das können wir auch. Was ist mit Holt? Holt hat andere Probleme. Das ist wie am kalten Buffet. Das Beste ist schnell weg. Wir sollten uns bedienen, oder? Aber absolut. Okay, hör dir die Rede an. Hey, wenn du irgendwem von diesem Gespräch erzählst, bist du tot. Gottverdammte Hitze. Oh Mann, okay. Wie geht's? Also hören wir uns das an. Meine rotbäckigen neuen Rekruten. Ich werde nicht lügen. Wir sind wegen der Kohle hier. Aber es ist das Glück meiner Männer, das mich morgens aufstehen lässt. Mein Vater, er ruhe in Frieden, war Diamantensucher. Musste immer bei Tagesanbruch raus, brauchte eine Zigarette und dann verschwand er in der Erde. Für diesen wundervollen... wundervollen Mann war diese Firma Gott. Mit derselben Ehrfurcht behandle ich mein Geschäft hier. Und von euch erwarte ich das auch. Also, es gibt nur drei Firmenregeln, die befolgt werden müssen. So, so. Wer ist da im Käfig? Beschützt mein Produkt. Fickt sie ruhig, aber seid nett. Zweitens, jeder Wilde wird erschossen. Drittens, alle Gewinne gehören mir. Ich bin ein netter Chef. Doch brecht ihr nur eine dieser Regeln. Oh, was für ein Arsch. Was für ein Arschloch. Dann lade ich euch auf dem Grill, bis eure Haut aufplatzt wie ein Fürstchen. Meine Güte. Gut, genug geredet. Diese Wilden wollen mein Lebenswerk zerstören. Meinen ganzen Stolz. Du bist auch noch fällig. Du bist noch fällig, mein Lieber. Special des Monats. Eure eigene Insel. Für den Kopf von Jason Brody. So sieht's also aus. Na, wenn der wüsste, dass ich hier bin. Okidoki. Wie geht's? Okay.
Ab zum Boot. Und ab der Fisch. Los raus hier. Los raus hier. Okay, Leute. Gerade vom Boot runter. Oh, jetzt kannst du dich da frei bewegen. Aber lass dich auf keinen Fall bei irgendwas Verdächtigem erwischen. Töten, erwürgen, sprengen oder so. Blaffen, Jason. Einer von Holtz Leuten hat mir was angeboten. Eine Gruppe Verräter plant, ihn zu bestehlen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird Holt mir vertrauen. Ah ja, eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, was? Ich habe die Verräter von drinnen überwacht. Sie haben drei Hauptmänner. Und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten bei sich. Töte sie. Besorg die Liste. Und ich werde heute wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist ihre Basis? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Das war's für heute. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, euer Dirty Harry.